Liebe Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Was geht ab? Ja, ihr wollt sicherlich wissen, was ist in den letzten Tagen, Wochen passiert oder was kommt auf mich und auf euch zu. Ja, und damit möchte ich auch schon direkt starten. Das erste Thema, wir haben gemeinsam die 20.000 Abonnenten geknackt. Ich freue mich riesig, dass noch so viele Leute dazugekommen sind. Ja, aus diesem Anlass möchte ich etwas schenken. Und zwar ein Projekt, was ich selber gebaut habe. Etwas, wo meine Zeit, meine Arbeit, meine Kreativität drin steckt, das würde ich gerne an eine Person von euch schenken. Ich habe auch schon einen Namen ausgesucht. Es ist jetzt nicht durch einen Zufallsgenerator oder sonst was entschieden worden, sondern das ist meine persönliche Entscheidung gewesen. Und zwar geht es um einer meiner aktuellsten Projekte. Es geht hier um diese Schatulle mit dem Messer natürlich. Das Messer, das hatte ich mal auch damals mal so nebenbei gemacht. Den Holzgriff eigentlich eingesetzt. Kunststoff weg, Holz dahin. Und aus demselben Material hatte ich mir diese Schatulle gebaut. Es ist der Martin Wolf. Warum es der Martin sein wird oder ist, Martin ist schon seit längerer Zeit hier auf meinem Kanal, nicht nur auf meinem Kanal, sondern auch auf vielen anderen Kanälen habe ich gesehen, dass er wirklich immer wieder Positives schreibt, also sehr oft nette Kommentare hinterlässt und das baut einen natürlich auf. Martin, falls du das Ganze siehst und das Geschenk natürlich haben möchtest, bitte schreib mir eine E-Mail unten an die eingeblendete E-Mail-Adresse und ja, dann schicke ich dir das schöne Geschenk zu. Wenn wir schon mal gerade in so einer Community-Geschichte drin sind, möchte ich nochmal noch ein Thema ansprechen. Ich bekomme fast täglich über Instagram, Facebook oder auch per E-Mail Anfragen zum Thema Sticker. Aktuell habe ich keine mehr da, möchte auch im Moment keine bestellen, weil der bisherige Sticker-Produzent, die Produktion, das gefällt mir noch nicht so ganz. Die Farbe, den Farbton kriegen die irgendwie nicht hin. Und von der Qualität her, was die Sticker, was das Material angeht, gefällt mir sehr, sehr gut. Allerdings die Farbe, die gefällt mir nicht. Und da bin ich jetzt auf der Suche, einen etwas günstigeren Hersteller zu finden, weil im Moment kostet mich ein Sticker 1 Euro und wenn ich davon irgendwie 50 bis 100 im Monat verschicke, dann kostet das schon einiges an Geld und da möchte ich erstmal schauen, wen ich da finden kann. Vielleicht habt ihr irgendwelche Vorschläge, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Hashtag Sticker. Vielleicht werde ich mir dann einen von denen aussuchen. Und was natürlich seit längerer Zeit bei mir vorhanden ist, aber ich es nicht angesprochen habe, das sind diese Pads, ja, diese Aufnäher oder die zum Aufbügeln geeignet sind. Die habe ich jetzt mittlerweile an meinen Jacken bzw. meinen Klamotten dran, die ich hier in der Werkstatt nutze. Beim Habo auf der Maker Hub habe ich davon schon einige verschenkt und möchte das auch auf diese Weise machen. Da werde ich auch, wie es der Robert auch schon getan hat, diese Pads auf jeden Fall ja, bei jeder Folge, bei jeder Was geht ab Folge eine verschenken. Deshalb wäre es sinnvoll, falls ihr sowas haben wollt, auch fleißig zu kommentieren. In diesem Fall, Martin, du kriegst auf jeden Fall noch einen mit dazu. Ein Patch und das schöne Geschenk. Sicherheit. Sicherheit ist auch in letzter Zeit ein Thema bei den ganzen YouTubern, Heimwerkern auf Instagram, YouTube oder sonst wo. Auch mir ist ja ein Unfall passiert, dem Michael ist ein Unfall passiert und sicherlich auch dem einen oder anderen in der Vergangenheit. Und da haben wir uns überlegt, das Thema mal anzusprechen. Robert hat es natürlich auf seine Art gemacht. Er hat hier richtig coole Sticker erstellt. Die sehen dann so aus. Und die kann man sich bei ihm im Shop erwerben. Ich werde die Adresse unten einblenden. Dort könnt ihr euch diese Sticker holen. Danke Robert für die tollen Sticker. Die kommen demnächst auch bei mir in die Werkstatt. Beziehungsweise werden aufgeklebt, aber in Zukunft erst. Da kommen wir gleich dazu. Warum, weshalb, wieso, werdet ihr gleich erfahren. Ihr habt ja auch mitbekommen, dass ich in letzter Zeit wirklich immer kleinere Projekte mache. Das liegt einfach daran, dass ich hier mein Holzlager, nenne ich das mal, oder mein Holzvorrat,
mal reduzieren möchte. Dass das alles erstmal weg ist und alles, was dann wirklich an der Reste rumliegt, wird natürlich entsorgt. Das sind dann wirklich die kleinsten Stücke Holz und irgendwelches Plattenmaterial oder die Reste von Plattenmaterial, die werden dann irgendwann entsorgt. Aber bis dahin will ich einfach mal das ganze Zeug, was hier rumliegt, verbrauchen. Ich will mir etwas für die Zukunft, etwas Arbeit sparen. Und deshalb mache ich erstmal den ganzen kleinen Kram weg, bis ich dann wieder mal größere Projekte machen kann. Dauert es halt noch. Jahresende, Jahresbeginn 2020 wird für mich ein sehr, sehr schönes Jahr sein. Erstens wird sich mein Arbeitsplan etwas ändern. Das heißt, viele von euch wissen ja, dass ich im Vierschichtsystem arbeite, was ja wirklich sehr anstrengend sein kann. Und nächstes Jahr werde ich dann ganz normal wieder in das Dreischichtsystem zurückkehren und da wird das Ganze etwas strukturierter, geplanter, organisierter ablaufen. Aber das werden wir dann, wie gesagt, im Jahr 2020 sehen. Da bin ich mir noch nicht sicher, was genau kommen wird. Aber was ganz sicher sein wird, ich werde ab dem 1. März woanders wohnen und woanders meine Werkstatt haben. Ja, genau das ist das Hauptthema heute, der Umzug. Warum, weshalb, wieso, das sind natürlich viele Faktoren, sei es was den Garten angeht, die Terrasse, das Haus an sich, die Räumlichkeiten, sehr gemütlich, sehr schön. Für mich war aber sehr wichtig, dass ich, wenn ich schon so viel Arbeit mache bzw. etwas plane, dann sollte es auch natürlich eine Werkstattmöglichkeit geben. Ich werde zwei Garagen zur Verfügung haben, das ist schon mal ziemlich cool. Das sind zwei Garagen, zwei getrennte Garagen, die dann in der Mitte eine Betonwand haben. Da kommt höchstwahrscheinlich dann eine Öffnung von einer Breite von 2 Meter. Werden wir mal schauen, wie das mit der Statik ist. Und ich werde die Wand nicht komplett rausreißen, sondern einfach eine 2 Meter breite Öffnung lassen, weil die restlichen Wandstücke kann man ja immer noch gut gebrauchen, um irgendwelche Sachen aufzuhängen. Strom in die Garage kommt, Starkstrom kommt. Was mir jetzt Sorgen macht, beziehungsweise worüber ich mir jetzt gerade Gedanken mache, ist das Heizen der Werkstatt. Der Philipp hat ja vor kurzem noch ein Video gemacht, wie er seine Werkstatt heizt oder was es für Möglichkeiten geben kann. Jetzt ist das natürlich bei ihm anders wie bei mir. Ich habe eine geschlossene Garage. Ich möchte da keinen Holzofen oder sonst was nehmen. Dafür müsste das Ganze noch irgendwie abgenommen werden. Das muss ja auch, ob es erlaubt ist oder nicht, das weiß ich noch gar nicht. Ich brauche einen Kamin und dies und jenes. Das wird alles so ein bisschen problematisch. Ich habe mir die Lösung mit dem Gasheizstrahler ausgesucht. Ich werde natürlich auch mal gucken, ob das machbar ist. Die Garage muss isoliert werden. Auch da habe ich eine Frage an euch. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der damit auch beruflich irgendwie zu tun hat. Also ein Fachmann vielleicht, was die Dämmung angeht. Ja, das ist eine Betongarage. Wie darf man oder welches Material sollte man dafür am besten nehmen? Ich werde das Ganze, die ganzen Wände mit einer Lattenkonstruktion versehen und mit OSB-Platten verkleiden. Darunter soll eben halt die Isolation kommen, ob das jetzt Glaswolle ist, Styrodur, Styropor, da gibt es noch ein paar andere Möglichkeiten, habe ich mal im Internet geschaut. Deswegen frage ich euch mal, falls ihr da schon irgendetwas gemacht habt in der Vergangenheit oder wie gesagt Fachleute seid, könnt ihr mir ja gerne mal unter dem Hashtag Dämmung hinschreiben, da kann ich mir das nämlich genau rauspicken. Es wäre wirklich super, wenn ihr mir da eure Tipps dazu schreiben könntet. Da hätte ich wenigstens mir einiges an Arbeit gespart. Ja, vielleicht werde ich noch den Boden versiegeln. Wenn man das jetzt Ganze irgendwie mit Farbe oder sowas, mit so einer speziellen Versiegelung versiegelt, ob da irgendwie Risse in dieser Farbe entsteht, weiß ich nicht. Ich will es halt schön haben. Und auch mit den OSB-Verkleidungen, ja, da werde ich wahrscheinlich auch die Wände streichen. Ich habe mittlerweile genug von der ganzen OSB-Optik, da will ich jetzt irgendwie weg von. Deshalb wird da auch etwas Farbe ins Spiel kommen. Ich will es mir einfach schön machen, das soll irgendwie so ein bisschen mein zweites Wohnzimmer werden sozusagen. Hier habe ich am Anfang einige Fehler gemacht. Es wurde natürlich immer schwerer im Nachhinein Dinge zu verändern, wenn nämlich alles steht, die ganzen Schränke, Regale und da kann man jetzt nicht einfach mal von jetzt auf gleich alles mal rausreißen und alles wieder von neu machen. Das kann ich aber jetzt in Zukunft in der neuen Werkstatt machen, worauf ich mich sehr, sehr freue. Was natürlich noch
richtig cool ist, da kommt, wie gesagt, Strom rein, das heißt 220 Volt Strom, Starkstrom. Das ist das, was für mich jetzt am wichtigsten ist, weil wenn ich mal in Zukunft Maschinen kaufe, die mit Starkstrom betrieben werden, dann kann ich, habe ich da keine Einschränkungen mehr. Ich kann mir irgendetwas aussuchen, was cool ist, stelle ich mir hin und kann das dann sofort anschließen. Im Moment wird das komplett von den Fachleuten gemacht. Das muss ich nicht machen. Das heißt, wenn ich da einziehe, ist das alles schon erledigt. Ja, das sind die Pläne. Also ich freue mich wirklich sehr, sehr darauf, endlich nach langer, langer Zeit in eine Werkstatt einzuziehen. Ach so, die Größe der Werkstatt wird insgesamt schätzungsweise auf 30 bis 35 Quadratmeter kommen. Das ist das Dreifache von dem, was ich hier habe. Also ich habe hier aktuell 11,4 Quadratmeter. Es wird viel mehr Platz geben, wo ich dann wirklich alles schön an seinen Platz stelle und nichts umstellen muss. Darüber habe ich mich ja schon so oft beschwert. Das werdet ihr in Zukunft hoffentlich nicht mehr hören. Keine Beschwerde, nichts. Und es wird dann etwas aufgeräumter und organisierter sein. Ja, liebe Freunde, somit ist wieder eine Folge Was geht ab vorbei. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr zugeschaut habt. Ich bedanke mich jetzt schon für die ganzen Kommentare, die ihr mir reinschreibt. Denn wie gesagt, ein paar Fragen habe ich ja euch gestellt. Es wäre lieb, wenn ihr mir da eure Tipps zu den Themen Dämmung, Heizung oder auch, was haben wir gesagt? Da gab es da noch ein Thema, was ich vergessen habe. Auf jeden Fall könnt ihr mir gerne mal reinschreiben, wie ich das Ganze machen soll. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen. In diesem Sinne, liebe Freunde, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Adios. Bye bye. Tschüss. Güle güle. Bye bye.